Mensch, Officer J.T. Wicker, das hätte ich so nicht von Ihnen erwartet, ne? Aber durch meinen Röntgen-Psycho-Super-Tolle-Grün-Riddler-Blick habe ich das erkannt, ne? Das habe ich vor, Madam. Ja, hallo, liebe Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ich darf euch endlich wieder herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Runde Batman Arkham Knight. Ja, wir sind immer noch hier in meinem Revier, wollen Scarecrow aufhalten. Meine Stimme ist immer noch nicht ganz wieder perfekt, aber ich bin doch schon deutlich gesünder als vor ein paar Tagen. Also die Erkältung lässt auf jeden Fall nach. Ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen ist immer noch da. Aber es geht eigentlich wieder. Deswegen habe ich auch so ein bisschen natürlich jetzt gerade die Videos von Batman gelassen, weil ich das ja doch immer mit dem Road Podcaster aufnehme und dort ja die Qualität sämtliches Husten und Schniefen damit bei rumkommt. Und da dachte ich mir, das erspare ich euch. Und jetzt dachte ich mir heute, okay, es ist zwar schon spät, aber jetzt geht die Stimme und du bist noch relativ fit, also machst du mal wieder ein Video. So dass im Endeffekt am Donnerstag auch wieder was für euch online sein kann. Zumindest von Batman. Ich bin jetzt gerade storytechnisch schon ein bisschen raus. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir Gordon gerade befreit haben und unser Arkham Knight, der komische Jason, keine Ahnung wie auch immer der heißt, Jason Osborne, ich weiß es nicht. Weiß es nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann soll es auch losgehen. Ich will aufhören mit dem Gequatsche. Ich drücke mal auf den ominösen roten Knopf und dann kann es losgehen. Jim, ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut, sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des 8-jährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht... Wir erinnern uns, Bruce, wir würden alles für unsere Nächsten tun. Oh, da ist ja wieder unser gasräuberischer Intoxicated Man. Wir stapfen hier so lang. Auf die Knie, Crane. Sofort. Das ist ja doch nicht echt jetzt, oder? Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Barbara. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben
hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich! Was ein Arschloch. Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Betsy, danke. Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen Sie ihn hin? Was? Keine Sorge. Lucius hat einen Ersatz. Danke, dass mir jetzt auch jemand sagt, dass wir einen Ersatz haben. Oh, das ist aber hell. Ein Silver. Mit zahlreichen Vermissungen ausgestattet auf seinem Thronwecker. Jawohl, da sind ja mal ein paar Raketen drin in der Karre. Hey, hey, ganz ruhig. Ich hab mich noch nicht an die Karre gewöhnt hier. Ja, lass dich ein bisschen anders steuern, weißt du? Halt! Echt, das war völlige Absicht. Ich wollte nur testen, ob der die Panzerung das besser aufhält als die letzte. Alter, wo? Wo ist denn das Ding? Da, hier. Oh. Okay, das Ding hält weniger aus. Ich muss ja... Also mit sowas kann ich nicht arbeiten. Also wenn ich das sagen hätte, wäre das nie passiert. Ach, sauber nicht. Und ich muss mal wieder reinkommen hier. Kurz meine Finger knacken. So. So. Und jetzt kann es losgehen, würde ich sagen. Die Woche nur ein bisschen fischig. Ja, den Ersatz haben wir doch hier. Komm, komm. Keine Sorge. Lucius hat einen Ersatz. Jetzt kommt wieder Easy Rider hier los. Und jetzt wird ein bisschen Konzentration, wa? Eigentlich könnte der Batwing ja ruhig mal helfen, ne? Hat Wo ist denn das Kackteil hier? Die Raketendinger gehen mir am meisten auf den Sack. Im Sperrbezirk, im Sperrbezirk. Mamba-Drohne hat Schaden erlitten. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Eine Twin Rattler habe ich abgeschossen. Das sieht doch schon wieder so aus so einem Projektilkram aus hier. Hier. Aber nicht mehr lange. Oh, Alter, wie kommen denn hier? Ich möchte doch bloß nach Hause bauen. Batman hat ein Diamond Bag ausgeschaltet. Hab ich das? Das ist mir selbst noch nicht mal bewusst, aber danke, dass du sagst. Hab eine Drohne verloren. Du verlierst auch gleich noch dein Leben. Ups. Das war's. Hallo. Guten Tag. Tschüss. Tschüss. Ich brenne. I'm burning in hell. Wo haben wir denn die beiden Süßen? Da.
Ihr dürft einsteigen, ne? Also, ich kann auch sonst hier nochmal ranfahren. Oh. Ach so, ich muss mich ausgerechnet da hinstellen. Ja, entschuldigt bitte. Ich wusste nicht, dass der Ausgang euer bevorzugter ist. Oh, meine holde Maid. Ich ertrage sie. In den Armen. Oh, Joker. Oh, wie ritterlich. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Tja. Setz sie einfach mit rein, Joker. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Erst ist sie weg, jetzt ist er weg. Mensch, Barbara. Mensch. Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Was war das, Gas, Bruce? Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Jo. Oh. Dad, ich habe Barbara gefunden. Bring sie zu dem Zelt. Sie lebt. Gott sei Dank. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien. Mit wem rede ich denn da? Mit Pfarrer Oracle. Zum Glück, ich hätte es fast vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also, wenn der nicht da hingezeigt hätte, dass ich da Oracle dabei habe, ne? Hätte ich gedacht, ich hätte Richterin Barbara Salisch dabei, ne? Jetzt hier irgendeinen Gerichtsfall lösen muss, der zwei töten. Also, hallo. Aber ihr seid immer noch da. Ich mache immer dasselbe. Patrouille, bis die Wache endet. Wo ist Tim? Ist er okay? Timmy Boy. Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Im Filmstudio? Barbara, ach ja. Schön, dich zu sehen. Hallo, Aaron. Ach, Aaron war eben am Telefon. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Mit ihm. Hallo? Hat sie doch gerade erklärt. Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist. Scarecrow's Männer sind schon da. Die wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten. Nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. So. Trink lieber mal einen Schluck Wasser. Mein Freund, der scheint das hier alles nicht so zu bekommen. Was ist denn mit ihm los? Okay, er hat anscheinend eine Explosion hinter sich. Ich habe für so Smalltalk-Gespräche jetzt keine Zeit hier. Ich muss, ich bin kurz am Töten. Jo, danke. Danke. Das ist echt zu nett. Ich hätte schon gedacht, ich darf da nicht hin. Was denn jetzt? Halt mal, hier will ich nicht hin. Bin ich hier richtig? Der Neid war schwach. Er hat versagt. Wir werden das nicht. Was jetzt? Du arbeitest für den Riddler. Was? Du bist ja irre. Batman ist durchgedreht, Leute. Was machst du da, Batman? Hör auf! Weg von ihm, Batman! Keine Ahnung, wovon er da redet, Leute. Bist du sicher? Okay, okay, ich helf nicht mal manchmal. Sag ihm, wenn Gordon ihm auf den Fersen ist, verteil seine dämlichen Trophäen überall. Sowas halt. Aber das ist alles. Ich bin kein schlechter Mensch. Wirklich. Das ist mir egal. Hey, du kannst mich hier nicht reinwerfen. Ich bin Polizist. Jetzt nicht mehr. Mensch. Officer J.T. Wicker, das hätte ich so nicht von Ihnen erwartet, ne? Aber durch meinen Röntgen-Psycho-Super-Tolle-Grün-Riddler-Blick habe ich das erkannt, fertig, ne? Batman. Das habe ich vor, Madam. Ich würde aufpassen, da hinten stehen ein paar ziemlich kranke Gestalten. Ich hatte eine Erkältung, die habe ich mir zugezogen, dadurch, dass ich mit kranken Personen in Kontakt war. Und was soll ich dir dazu sagen? Mädchen,
Die sehen nicht gesund aus, ne? Vor allem der eine, der hat ja... Oh, das sieht nach Bronchitis und Grippe und hast nicht gesehen aus. Der eine stellt sich doch den Magen so... Nicht, dass er... Ich sag nichts mehr. Tu was. Ansonsten, wenn du was brauchst, ne? Ich hab noch ein paar Ibu da. Und auch noch ein paar Bauchschmerztabletten, ne? Alles klar. Ansonsten kommst du Kamillentee vorbei. Alles klar. Tschüss. Schnell, mach es, bevor er rauskommt. Tina, tut uns leid. Hat er gerade Fotos gemacht? Wir haben nichts angerührt. Gar kein Problem. Auf Instagram, da bin ich auch drauf. Ihr findet mich unter Hashtag Betsy007. Mein großes Vorbild ist schon immer James Bond gewesen. Der hat's einfach drauf, der Typ. So. Steigen wir aus. Steigen aus. Muss ich mir ein Ziel setzen? Ne, ich glaube, das haben wir schon. Gut. Nachdem ich jetzt hier gegengefahren bin, Leute, ich möchte nochmal kurz was loswerden. Wir steigen nochmal ganz kurz aus. Dann ist es ruhiger hier. Psst. Und zwar wollte ich euch nochmal kurz was ankündigen. Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen neuen heiß ersehnten PC bestellt. Gut, dass er mich nicht mehr weiter unterbricht. Und deswegen mache ich jetzt natürlich noch schnell so viele Aufnahmen wie möglich. Ich hoffe, dass ich das diesmal auch hinkriege, falls Batman halt bis zum Ankunft und zur fertigen Konfiguration des neuen Computers fertiggestellt sein sollte. Dass ich das irgendwie hinkriege, auch die Save Games zu speichern. Ich hatte dabei Batman Arkham Origins ja ein bisschen Probleme. Und da habe ich die Festplatten ja nur gewechselt und das war das Problem, dass ich dann die Speicherstelle nicht mehr hatte. Dann musste ich alles nochmal von vorne anfangen. Das hoffe ich diesmal nicht. Ich wollte euch schon mal darauf vorbereiten. Ich mache dazu auch ein Video und zwar ein Unboxing. Dann seht ihr genau, wann es losgeht. Natürlich werde ich da dann auch noch mal Details los. Jetzt kann es aber weitergehen. Ich glaube, dass ich vielleicht auch an diesem Gas geschnüffelt habe. Schwer zu sagen, bei all dem irren Zeug, das... Batman verfolgt mich. Ich brauche Hilfe. Schickt Einheiten zu meiner Position. Kommt gleich. Durchhalten. Soll hoch? Okay. Falls die Qualität übrigens diesmal wieder etwas anders sein sollte und euch das auffällt, also jetzt vom Video, ich nehme heute zum ersten Mal mit... Zum ersten Mal mit DX Story auf. Habe ich vorher noch nicht gemacht und ja, mal gucken, ne? Ob ich mich da von Freps trennen kann. Da oben soll ich rennen? Da kann ich doch nicht von oben rein? Warte mal, da ist ein Sniper. Ich möchte auf den Sniper. Hey du. Ich gehe mal kurz hier rauf. Hello. Ich schalte dich mal geräuschlos aus. Los, nimm dir die AVP hier und dann ballern wir sie ab. Macht er nicht. Ach, lass mich einfach da oben rauf, bitte. Es klappt bestimmt nicht. Ich komme jetzt hier nicht rein. Batmans wahre Identität befindet sich auf diesem Teil? Nee. Hier wäre ich sonst reingekommen. Oh Mann, ich muss mir den Weg wieder... Naja, wenn ich den... Solange ich den frei fighten kann, ist alles okay. Aber ich habe keinen Bock schon wieder... zu schleichen hier. Uah. Sniper. Eine Kackdrohne. Nö, warum sollte ich das auch sein? Nun mach hin, hau dem hier die Fresse kaputt. Medical wieder ausgerüstet mit Kniffen, ne? Was ist denn jetzt? Weg. Nochmal gut gegangen. Guten Tag, wir sind hier bei den Serverräumen. Jetzt möchte ich ja einen ausschalten, bitte. Da sind noch ein paar mehr. Ah, komm ruhig rein. Ja, hi. Ach so, Kacke, ich brauche hier, komm mal hierher. Nein. Mann, oh. Scheiße. Wo komme ich denn hier überall hin?
Gas da bin. Hörst du das, Batman? Wir werden dich kalt machen. Alles klar, habe ich so verstanden. Er kam aus dem Nichts. Haben die den jetzt gerade repariert? Ja, das ist schon wieder so ein scheiß Medic. Ich hasse es. Jeder Vollpfosten hier ist mit einer Knarre ausgerüstet. Okay, jetzt ist vorbei. Ja, alles gut. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Weg hier. Meine Güte, schon wieder komplette Schilde deaktiviert und... Gott. Kann einer mal meine Wunden streicheln hier, bitte? Ja, ihr seid auch Idioten. Ihr ballert einfach nur doof rum. Das Batmobil kommt hier natürlich nicht hin. Wie die Motte zum Licht. Jetzt da aber der wieder. Fledermaus angeflattert. Warte, steht da unten drunter. Gebt eurer Angst nach, wie euer Commander es getan hat, und ich werde euch finden. Haltet ihn auf und ihr werdet belohnt. Warte mal, da hinten, das Ding sieht doch gut aus. Umgekehrtes Ausschalten. Oh, hallo. Die Drohne hat ein Ziel. Bleib wachsam. Hatte ein Ziel. Ist da drüben. Komm schon. Oh. Hat die Drohne mich verraten? Uiuiuiui. Jetzt wird's aber. Eure Pupillen haben sich bereits erweitert. In dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Gottchen. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Muss ich da unten rein? Jo, nee. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Mein Gott, labert der einen Scheiß. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten Hauch der Angst. Kann ich das Ding nicht zerstören? Ich konnte das Ding doch mal... Distanzstromladung. Distanzhacking. Ja, ich will es ja nicht nur blenden. Oh, Wahnsinn, hallo. Toll gemacht. Hammer, echt. Ich bin sowas von erleichtert. Solltest du überleben, wirst du feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität es deinem Geist erlaubt, jeden Moment dieses Zusammentreffens in ungewohnter Klarheit abzuführen. Gut, der ist auch weg. Kann ich auch mal ein bisschen Energie wieder kriegen, bitte? Das sind pure, perfekte Erinnerungen. Kristallisierte Momente der Angst. Hallo? Die Drohne war nutzlos. Alles ist nutzlos. Ein paar von euch erholen sich vielleicht nie von dieser Nacht. Warum gehst du da jetzt nicht ran? Warum gehst du da jetzt nicht ran? Ich muss jetzt nicht ernsthaft alle vorher ausschalten. Euch an euer Bettlaken klammern und wie kleine Kinder weinen. Es kommt doch gar keiner her. Oder? Wir werden gleich im Dunkeln kämpfen. Wenn wir die Augen aufhalten, wird nichts passieren. Da ist doch keiner. Lass mich doch da ran. Nicht das Gebäude. Oh, ein Typ, ne? Jetzt ist der da raus. Darfst wieder reinkommen, bitte. Danke. Das reicht, scheiß drauf, ich heule ab. Ja, dann hau doch ab. Erst schneller als du. Keiner entkommt ihm. Oh. Kennt ihr das von Hör mal, wer da hämmert? Uiuiui. Jetzt liegt es an uns. Wir müssen ihn alleine finden. Oh, guck mal. Guck an, da ist also hier dieses kleine... Oh, raus, raus. Oh, Alter. Wie er es nicht hinkriegt. Mach es mal die Sicht hier wieder normal, danke. Und kaputt machen. Ohne diese Drohne sind wir aufgeschmissen. Ich vertraue nur dieser Waffe. Du solltest besser auch anfangen, so zu denken. Wupp.
Was ist mit dir los? Der geht immer nur vor und zurück. Hm? Der hat Schiss. Eigentlich müsste ich den Schiss haben. Ich habe ja nur noch ein Energiedingen da. Wenn er wiederkommt, müssen wir bereit sein. Naja. Oh, das bin ich. Ich werde den Freak mit Blei vollpumpen. Wo stehe ich denn hier überall hin? Ui, ganz unten. So. Das sah doch gar nicht mal schlecht aus. Guten Tag. Suchen Sie mich? Sieh dir an, Batman, wie Sie vor Angst zittern vor der Kreatur, die aus der Nacht kommt. Genauso gefällt dir deine Beute, nicht wahr? Wir beide nutzen die Angst, dunkler Ritter. Aber nur einer von uns versteht sie. Bist du stolz, so, wie viele gibt's denn jetzt hier noch? Du sie degradiert hast. Zu heulenden Babys, bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das Gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter. Alles klar. Noch bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten beten. Du, der labert aber auch eine Menge, ne? Heilige Scheiße. Ich renn mal lieber. Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Na denn, rennen wir doch mal hin, wa? Ich bin jetzt mal ein bisschen unvorsichtig, aber ich glaube, ich habe hier ziemlich gut aufgeräumt, bis auf diesen einen Tower da. Ha, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. So, einmal ein Passwort eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann habe ich auch Zugriff. Oracle, ich habe alles schick gemacht. Oracle, der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Jawohl. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Ryder, easy Ryder. Lamm auf der Schlachtbank, zum Ansehen der Mission V drücken. Jetzt muss ich wieder auswählen. Oh, guckt euch mal an, wie viel Krimskrams hier ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich mal Langeweile habe, dann werde ich auch mal so eine Zwischenmission wieder mit einbauen. Aber zurzeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache einfach lieber die Hauptstory. 90% haben wir davon schon. Aber ich bin echt gespannt, was da denn jetzt noch kommt und vor allen Dingen, wie die das abschließen wollen. Ein Freund in der Not. Habe ich schon 100% erfüllt. Da gucke an. Hier, was mit ihm eigentlich? Ach nee, das ist Lamm auf der Schlachtbank. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Okay. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Ja gut. Dann werden wir doch ein kleines Zwischenziel nehmen. Einfach bloß, weil es da so indirekt aufgetragen wurde. Aber das soll ja jetzt nicht das Problem sein, ne? Das kriegen wir hin, das kriege ich zeitlich vielleicht auch noch unter. Wir sind jetzt bei... lass mich schätzen, 30 Minuten bestimmt gerade. Das heißt, dieses Ziel noch, dann ist diese Folge hoffentlich auch nicht zu lang geworden. Oder wird zu lang, wie auch immer, wir werden es ja gleich sehen. Und wenn nicht, der muss das snibbeln, ne? So, dass er nicht allzu lang ist. Hallo. Ich wollte hier kurz jemanden besuchen. Können Sie mir weiterhelfen? Versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Wer wagt, das Ritual zu stören? It's me, Mario. Bist du das? Hol mich hier raus! Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Oh Gott. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlag ihn sofort. Schnell, die Zeit für das Ritual rückt näher. Der hat ein Messer dabei. Bitte? Verschenke ihn. Was denn hier mit Multi ausschalten? Ich bin soweit eigentlich. Betty. Wie viele Kugeln brauche ich wohl?
Ah, es geht ja ganz gut. Die sind nicht so gut gepanzert wie... Oh, einen konnten sie landen jetzt schon. Ein bisschen Nebel gemacht. Ich hab gemacht, dass die Luft stinkt. Mensch. Können wir ein bisschen rumballern. Warte, jetzt hat einer der Knarre hier. Ganz schnell weg, mein Freund. Alter, hier komm. Du Messer. Flutscher. Das hat aber ein bisschen böse geklungen. Auf den Rücken ist Long. Ihr habt da übrigens komischen Ausschlag. Allesamt! Ihnen mangelte es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sieh, wie die Klinge seine Kehle durchtrennt. Und ich den... Ich kann die Distanzstromladung benutzen, um Generatoren auszuschalten. Weit, mein Kind. Dein Schrei wird keine Früchte tragen. Sieh nur... Ryder darf hier nicht geopfert werden. Das Blut des Heiden soll fließen und den Altar... Jetzt habe ich übersprungen. Glaube ich. Scheiße. Nee. Hab ich? Ich glaube, ich hab. Scheiße. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht zu sehr, mich zu sehen. Fuck, Leute. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Betsy? Weil, ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Oh mein Gott. So, Leute, ich muss mal ganz kurz gucken. Vielleicht kann ich ja... Nein, kann ich hier nicht. Ich gucke später nochmal im Hauptmenü, ob ich diese Zwischensequenz da, die da gerade kam, ob ich die irgendwie wieder reinspielen kann. Ich glaube, weiß nicht, ob ich da viel Zwischensequenz war. Ist auch egal, ich gucke einfach, notfalls schneide ich die einfach schnell mit rein. Gut, und falls ich die mit reingeschnitten habe, dann ist das eigentlich unnötig, was ich gerade laber, aber... Ja, ich weiß es halt nicht genau, ne? Ansonsten, liebe Freunde, würde ich jetzt mal sagen, ganz spontan und so, dass ihr das auch hört. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich werde das jetzt schon mal beenden. Dann wird die Folge nicht zu lang. Nächste Folge geht es wieder mit der Hauptmission weiter und ihr hört mal kurz auf zu quatschen. Und ja, 90% haben wir schon. Ich bin gespannt, wie dann so langsam das Ende aussieht. Bei den Zwischenmissionen, wie gesagt, lasst mir doch einfach in den Comments, ob ihr davon unbedingt mehr sehen wollt oder ob doch eher die Hauptmission mehr das Interessante an dem Ganzen ist. Weil die werde ich natürlich vorrangig fortführen, nicht wahr? Gut. An sich wünsche ich euch sonst noch einen schönen Donnerstag. Morgen geht's wieder ans Wochenende. Dann natürlich auch wieder ein schönes Wochenende. Ich werde wieder im Livestream sein, bei DayZ wahrscheinlich. Und ja, Mensch, vielleicht sehen wir uns ja auch da. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.